Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich spreche zu Ihnen heute aus einem meiner intimsten Bereiche, aus meiner Wohnung. Denn es geht heute um etwas sehr Intimes. Es geht um das Grundsatzprogramm der Ökologisch-Demokratischen Partei. Viele von uns sind auf Grundlage dieses Programms erst zur Partei gekommen. Es ist sozusagen der innerste Kern, der uns alle zusammenhält. Das Heiligtum, die Bibel der ÖDP. Beim letzten Bundesparteitag im Mai 2011 in Veitshöchheim ist mir bei einer Podiumsdiskussion bewusst geworden, dass wir dieses Grundsatzprogramm weiterentwickeln, erneuern müssen. Damals stellten wir die Frage, wo war das ÖDP? Wo steht die ÖDP in Zeiten von einem Atomausstiegskonsens aller Parteien? Das Grundsatzprogramm ist in den 90er und Jahren geschrieben worden und vieles von den heutigen Problemen ist noch nicht enthalten. Damals gab es noch kein so verbreitetes Internet. Auch die Finanzkrise hatte noch nicht ihre Schatten gezeigt. Daher ist es meines Erachtens an der Zeit, dass wir dieses Grundsatzprogramm behutsam erneuern und weiterentwickeln. Der Bundesvorstand hat sich daher in einer kleinen Arbeitsgruppe erste Gedanken gemacht, wie denn ein erneuertes Grundsatzprogramm ausschauen könnte. Welchen Rahmen könnte es haben? Vor allem auch grafisch. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Wir haben uns einige Gedanken gemacht und sind dann auf ein Baummodell gekommen. Ein Baum, der in der Erde verwurzelt ist, der einen kräftigen Stamm hat, aus dem die Veränderung, das Wachstum heraus passiert, der tragende Äste hat und vor allem ein Blätterdach, eine Krone, die Früchte hervorbringt und einen vielfältigen Lebensraum schafft. Schauen wir uns als erstes an, was in der Wurzel stehen könnte. In der Wurzel, die Grundlage, die Basis unseres politischen Handelns. Es ist die Ethik, das Menschenbild. Eine Ethik, in der wir nicht nur an uns selber denken, sondern an alle Menschen auf diesem Planeten, auch an die zukünftigen Generationen. Indem wir an die Tiere und an die Pflanzen eben die ganze Schöpfung denken. Ein Menschenbild, ein Weltethos sozusagen, von dem jedes politisches Handeln abgeleitet werden kann, ja, dass die oberste Maxime politischen Handelns sein sollte. Wir werden dann oft gefragt, und wie wollt ihr das nun durchsetzen? Das sind ja sehr idealistische Zustände, die die ÖDP will. Und daher brauchen wir als Stamm, ebenfalls als Grundfeste unserer Veränderung, die Bildung. Nur werden wir den Menschen und die Jugendlichen zu einem reflektierten, aufgeklärten Menschen erziehen, wenn er seine eigene Identität kennt und ohne Scheuklappen dem anderen begegnen kann, dann können wir erst die Welt verändern. Im Grundsatzprogramm soll es hier beim Bildungsbereich nicht darum gehen, was ist das beste Bildungssystem, dreigegliedert, Ganztagesschule, sondern es sollte vielmehr um die Werte gehen, um die Werte, die in einem Bildungssystem vermittelt werden sollen. Danach sind für uns drei tragende Säulen oder Äste wichtig. Die erste heißt wachstumsloser Wohlstand. Man könnte sie auch umschreiben mit der langjährigen ÖDP-Philosophie, weniger ist mehr, oder mit raus aus dem Hamsterrad. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer schneller, immer weiter, immer größer denkt. Die eigene Profitmaximierung steht an erster Stelle. Das richtet aber diesen Planeten zugrunde. Denn wir leben auf einem begrenzten Planeten mit begrenzten Ressourcen. Ein Umdenken ist gefragt. Bei uns heißt es nicht mehr Wirtschaftswachstum, bei uns heißt es eben Wohlstand auf einer anderen Ebene. Wie es so schön in der Postwachstumsökonomie heißt, weniger arbeiten, dafür mehr Zwischenmenschlichkeit und auch mehr soziale Gerechtigkeit. Was uns schon gleich zum zweiten Ast bringt, zur sozialen Gerechtigkeit. Aber vor allem erst einmal lokal gesehen. Wie gehen wir denn mit den Eltern um, die in der Kindererziehung tätig sind oder in der Pflege von von älteren Menschen, die ohne Ansprüche auf Renten in unserem System sozial ungerecht ausgebeutet werden. Hier müssen wir vor Ort soziale Gerechtigkeit schaffen, aber auch weltweit. Weltweit soziale Mindeststandards einhalten, so wie es der Global Marshall Plan oder die ökosoziale Marktwirtschaft fordert. Und ganz wichtig,
ist dann die dritte Säule, die Säule der Demokratie. Natürlich geht es hier um Bürgerbeteiligung, nicht mehr um Bastardpolitik. Aber wie könnte diese Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen, auf kommunaler, Landes-, Bundes- und vielleicht sogar Europaebene ausschauen? Was ist das gerechteste Wahlsystem? Vor allem, wie schaut eine EU aus? Wir von der ÖDP bekennen uns ganz klar zu einem gemeinsamen Europa. Aber hier muss sich viel verändern. Wir brauchen eine übergreifende Finanztransaktionssteuer. Wir brauchen einen eigenen Haushalt auf EU-Ebene. Wir brauchen ein direkt gewähltes Parlament mit auch legislativen Rechten. Es geht aber in diesem Demokratiebereich noch um viel mehr. Es geht auch darum, die Verwickelung von Politik und Wirtschaft. Wir nehmen keine Konzernspenden an. Das sollte die Maxime sein. Es sollte aber auch kein Politiker in einem Aufsichtsrat von einem großen Unternehmen sitzen. Und natürlich, es sollte kein Politiker nach seiner Tätigkeit recht schnell in den Wirtschaftssektor wechseln können. Aber das Ganze soll auch münden. Unser Grundsatzprogramm soll abgeschlossen werden von einer Vision für eine zukünftige Gesellschaft. Ich glaube, das fehlt unserer Gesellschaft gerade. Die Wurzeln, die Ethik, die Werte, von denen alles abgeleitet wird, aber auch der zukünftige Blick in eine Vision. Wie soll das Zusammenleben ausschauen? Wollen wir, dass wir unseren nachfolgenden Generationen einen lebenswerten und vor allem auch liebenswerten Planeten hinterlassen, dass sie auch noch genügend Ressourcen haben? Das wäre das ÖDP-Grundsatzprogramm. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie soll dieses Grundsatzprogramm auf von der Länge her sein? Maximal 8 bis 10 DIN-A4 Seiten. In der Kürze liegt die Würze. Alle weiteren, detaillierteren Themen können wir dann im bundespolitischen Programm fortführen. Aber im Grundsatzprogramm, hier soll nur das Wesentliche stehen. Alles andere kann abgeleitet werden. Wir haben uns auch Gedanken über den Zeitplan gemacht, den ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Wir wollen vor allem Sie mit einbinden. In einem ersten Schritt, noch im Jahr 2011, wollen wir zwar eine Themensammlung veranstalten. Eine Sammlung der Themen, die zu den einzelnen Bereichen wachstumsloser Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und auch Bildung dazugehören, die im bisherigen Grundsatzprogramm schon bestehen, vor allem das bisherige Grundsatzprogramm überarbeiten. Was ist zu umständlich formuliert? Was sollte wegfallen? Was muss dringend ergänzt werden? Was kann übernommen werden? Hier sind vor allem die Bundesarbeitskreise aufgerufen, sich damit genauer zu beschäftigen. Aber auch jeder kann gerne mitarbeiten und uns Ideen liefern. Anfang 2012 wollen wir dann mit 4 Thementage eben zu diesen Säulen mit verschiedensten Referenten aus Organisationen uns noch genauer damit beschäftigen. Zum Beispiel könnte uns mehr Demokratie für die Demokratiesäule behilflich sein. Aber auch der BLLV oder andere Lehrerverbände für den Bildungsbereich, genauso gut christliche Verbände für das Rentenmodell oder der Global Marshall Plan Initiative, der Solarförderverein und, und. Wir von der ÖDP, wir haben nur 5 hauptamtliche Mitarbeiter auf Bundesebene. Das heißt, wir können nicht selbst große Programme entwickeln und Theorien begründen und aufstellen. Wir greifen auf bestehende wissenschaftliche Arbeiten und auf Verbände zurück und wollen diese miteinander vernetzen und mit aufnehmen. Daraus soll ein Entwurf für den ersten Bundesparteitag in Hannover Schmünden im April/Mai 2012 entstehen. Bei diesem Bundesparteitag wollen wir aber noch nichts beschließen, sondern intensiv diskutieren, wo Sie alle ganz herzlich eingeladen sind, mitzudiskutieren. Mit dem daraus entstehenden Papier wollen wir dann umherziehen und wirklich zu den Mitgliedern vor Ort kommen und in den Kreisverbänden mit Regionalkonferenzen, Bezirkskonferenzen das Grundsatzprogramm mit der Basis diskutieren. Aus diesen Diskussionen und diesen Weiterentwicklungen wollen wir dann einen Entwurf fertigen, der aber jetzt von externen Referenten überprüft werden soll und vor allem von externen Lektoren auf Lesbarkeit, damit er auch für jedermann verständlich ist und nicht zu viele Vokabeln der politischen Klasse enthält und dass man eigentlich ein Jurastudium braucht, um das Ganze zu verstehen.
ein möglichst einfaches Papier. Und mit diesem Papier wollen wir dann am zweiten Bundesparteitag im November in Erding einen Beschluss fassen, sodass wir bis 2013 ein erneuertes Grundsatzprogramm haben. Denn 2013 stehen die ganzen Wahlen an, die Bundestagswahl, die Bayerische Landtagswahl und 2014 auch die Europawahl. Und da wollen wir dann Programme entwickeln, die wir von diesem Grundsatzprogramm ableiten. Ich hoffe, dass Sie hier mit dabei sind, dass Sie sich einbringen, dass Sie sich einsetzen für die Erneuerung eines Grundsatzprogramms. Und dazu möchten wir Sie jetzt gleich am Anfang aufrufen. Wir haben einen Visionswettbewerb auf den nachfolgenden Internetseiten ausgeschrieben. Denn was ist eigentlich eine Vision? Was ist die Vision unserer zukünftigen Gesellschaft? Und nichts ist aussagekräftiger als ein Video. Drum starten wir einen Videowettbewerb. Nehmen Sie sich auf, wie Sie Ihre Vision auf kreative Art uns mitteilen. Schicken Sie dieses Video ein und unter die Gewinner werden beim nächsten Bundesparteitag, wo wir eben auch über diese Vision diskutieren, mit uns am Podium sitzen vom Bundesvorstand mit verschiedensten Referenten und gemeinsam dieses Grundsatzprogramm weiterentwickeln. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei sind und wünsche Ihnen jetzt noch viel Vergnügen beim Durchlesen der nächsten Seiten. Und machen Sie dann kräftig mit. Dankeschön.